Ich hab gewonnen. I'm the champion. Das wird sich schnell, Mina. Aber hey, du siehst doch auch richtig gut aus. Du bist so gut gelaunt die ganze Zeit. Was passiert? Danke. Ich bin einfach super happy. Mir geht's wunderbar. Ich kann mich einfach nicht beschweren. Ich bin mega gelassen. Ich bin entspannt. Ich weiß nicht, nach meiner Aussprache mit Ray kann ich mich irgendwie... Ich weiß nicht, ich bin fröhlicher. Ich kann mich irgendwie viel mehr entspannen, auf andere Sachen konzentrieren. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann ihm mehr vertrauen. Was ich vorher halt irgendwie nicht so richtig konnte. Und ich habe das Gefühl, bei ihm, er lässt wirklich sein Callboy-Dasein absolut hinter sich. Das ist Vergangenheit, das ist Zukunft und das tut mir einfach gut. Mr. Bombastic! We order some bombastic romantic fun. Hallo, schöne Frau. Klar können wir uns später treffen. Ich weiß noch wo. Und übrigens, was ich im Kopf hatte, ich werde dich so richtig nach allen Regeln verwöhnen. Ja. Trinken? Auf jeden Fall, komm. Hä? Die Tür ist auf. Ja. Guck mal, hat sie nicht richtig zugemacht. Wir haben doch die zugemacht, oder nicht? Ich meine auch. Das wird dir auf jeden Fall gefallen. Ja. Ja, freue ich mich auch drauf. Okay, Stunde extra? Kein Problem. Hey. Wir treffen uns dann später. Jo. Ja, schönen Tag noch. Ciao. Hey, ich hab euch gar nicht kommen hören. Ja, vielleicht, wenn du die Tür richtig zumachen würdest, dann würdest du das hören. Ja, gut. Du, Leute, ich kam gerade vom Training. Hey. Hey. Ich habe Brötchen mitgebracht. Ich habe gedacht, wir frühstücken zusammen. Nice, ich hab voll Hunger. Ja, ich auch. Mit wem hast du telefoniert? Du, ich wollte es eigentlich erst später beim Frühstück sagen. Ich habe einen neuen, gut bezahlten Job bekommen, endlich. Und zwar, ja, ich habe ein paar Connections gehabt zu Maklern. Die haben gemeint, ich bin gemacht dafür und kann gut reden. Ich kann meine Anzüge tragen, sieht gut aus, bin gut mit Leuten. Und die haben gemeint, ja, go for it. Und die haben mir sogar ein richtig gutes Angebot gemacht. Mega! Ja, danke, ich freue mich voll. Echt nice. Oh, super. Ja, dann, ey, dann. Das Beste kommt meistens unverhofft. Also besser geht's auch gar nicht. Lass uns doch mit dem Frühstück direkt einläuten. Ja, gerne. Deck mal schön, Sekt anstoßen. Ja, genau. Alkoholfrei von der Stelle. Ich hol die Gläser. Doch früher morgen, muss er nicht übertreiben. Stay another night, so I could drown myself in sorrow. Ich krieg sogar Muskelkater, sonst habe ich normalerweise nie. Du darfst auch Muskelkater haben, ja? Wonder Woman. Danke. So, mein Glas ist leer. Oh ja, meins auch. Deins. Oh, ich glaube, das ist eher. Finito. Oh no! Oh Mann, wie sieht's aus? Habt ihr Bock auf noch eine Flasche? Ja, auf jeden Komm, Fall. Komm, eine Flasche Komm. Noch. Ja. Komm, ich hab Lust. Ich bin auch dabei. Oder hast du keine Zeit? Musst du vielleicht Lust zu deiner Probebesichtigung? Ja, die ist wichtig. Weißt du, ich will ja einen guten Eindruck hinterlassen. Deswegen gehe ich, glaube ich, jetzt. Ja, kann ja auch nichts dafür. Ich hab doch einen neuen Job. Ich gehe jetzt noch mal kurz duschen. Will ja nicht irgendwie zu spät kommen oder so. Okay. Oh, das ist das Ding. Also. Kommt noch jemand mit duschen? Ja, klar, gerne. Geh mal duschen. Bis gleich. Bis dann. Lea, ich muss ehrlich sagen, dieser Trip ist ein lecker bisschen. Was richtig und gut gemacht. Wie? So, nachdem der Hottie fertig mit der Dusche ist, wollte ich eigentlich eine Ladung Wäsche in die Waschmaschine tun. Hast du noch was dabei? Beziehungsweise, was ich waschen kann? Ich jetzt nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, Ray hat was zum Waschen. Der war doch beim Sport. Okay, guck mal. Schmeiß das dann gleich in den Wäschekorb rein. Ja, perfekt. Okay, keine Trainingssachen, sondern feiner Zwirn und Rays alte Karten? Ich hoffe so, so sehr, dass es irgendeine gute Erklärung dafür gibt, warum er immer noch Visitenkarten von seinem Callboy-Job hat. Und die schicken Sachen. Aber welche Erklärung sollte das bitte sein? So, die Waschmaschine läuft schon. Ich hoffe, dass gleich alles fertig ist. Ja. Alles gut bei dir? Ja, ich bin irgendwie nur ein bisschen müde. Aber der Kaffee, der macht mich wieder wach. Der soll helfen auf jeden Fall. So, ja. Ich bin spät dran. Wünsch mir Glück. Ja.
Wo genau ist das eigentlich, also diese Probebesichtigung? Und wie läuft das eigentlich jetzt so als Makler? Also kriegst du dann pro Deal Provision und die Bezahlung das Ganze? Und kann man eigentlich als Quereinsteiger da gut durchstarten als Makler, oder? Du, das Ganze ist in Widdersdorf. Provision gibt's on top. Ich habe ein festes Gehalt. Und der Job ist kein Hexenwerk, Mann. Okay. Ist ein bisschen Gelaber und Verkaufen. Hat mich jetzt... Aber den Rest kann ich ja später erklären. Interessiert. Kein Problem. Okay. Ciao. Ciao, viel Erfolg. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, kriege ich jetzt auch ein Käppchen? Ja. Oh, ist das süß, Lea. Ich muss los. Was? Ich wohin? Wir sehen uns später, ja? Nein, 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 nein. Was hast du vor? Was habe ich verpasst? Ich bin Ray hinterher. Hä? Lea, stopp, aber warum? Weil ich glaube, dass er mich anlügt und weiter als Callboy arbeitet, okay? Ich weiß, das klingt jetzt blöd, aber in seiner Sporttasche waren keine Sportklamotten, sondern schicker Zwirn, Hemd, Schuhe und alte Visitenkarten von sich. Okay, du kannst nicht einfach mit ihm reden? Einfach fragen, was er vorhat? Ach ja, und mich schon wieder ins Ausschießen? Beim letzten Mal habe ich mich komplett in die Nesseln gesetzt, weil ich gar keine Ahnung hatte und ihn dann schon vorher mit irgendwelchen Sachen konfrontiert habe. Ich muss erst herausfinden, was genau dahinter steckt. Und dann kann ich ihn auf jeden Fall darauf ansprechen, so das muss reichen. Gut, aber ich lasse dich nicht allein dahin gehen. Wir finden das zusammen raus, was er vorhat, okay? Ja. Komm, bevor der weg ist. Komm schon, doch nicht so langsam. Ja, willst du ihm face to face oder was stehen? Wenn der sich umdreht, sind wir gearscht. Ja, wir können uns einfach verstecken. Ja, soll ich im Busch springen oder was? Ja, warum nicht? Sonst werden wir ihn verlieren. Ja, ich frag mich einfach, wo er hin will. Vorsicht! Wo will er hin? Ich hoffe so sehr für ihn, dass er vor seinem eigentlichen Besichtigungstermin noch irgendeinen Maklertermin hier irgendwo in einer der Gebäude hat, okay? Weil wo hat er gesagt, ist der Termin? Widdersdorf. Mhm. Sind wir in Widdersdorf? Natürlich nicht, das ist ein schickes Hotel. Ja. Okay, komm, komm, komm. Und? Ganz. Oh mein Gott, ich glaube, dass er uns nicht gesehen hat. Was macht er? Nein. Wieso macht er sie so hübsch? Du Scheiße. Ja, der geht jetzt wirklich rein. Okay, pass auf. Du bleibst hier draußen, informierst mich sofort, sobald Ray dieses Hotel verlässt. Und ich gehe jetzt rein und gehe der Sache auf den Grund, okay? Okay. Warte kurz. Was? Willst du dir das wirklich antun? Ich meine, die Anzeichen sind ziemlich eindeutig, oder? Wir beide wissen ganz genau, was er hier vorhat. Das wird dich nur noch mehr verletzen. Mann, ja, ich weiß. Ich kann es mir vorstellen, okay? Aber ich brauche diese Gewissheit, weil ich einfach hoffe, dass er mich nicht schon wieder bescheißt. Ich hoffe es einfach. Und selbst wenn ich Gefahr laufe, dass ich mit einem Auge zugucken muss, dann ist es halt so. Halt die Stellung bis gleich. Ja, ich warte auf dich. Viel Erfolg. Danke. Okay. Oh, bitte, bitte, bitte lass meine schlimmsten Vermutungen nicht wahr werden. Oh yes, Jackpot! Die Generalkarte, das ist mein Einlassticket. Sorry. Du bist so ein Ekel!
Ich kann dir das erklären! Fass mich mit deinen ekelhaften Drecksfingern nicht an, okay? Sorry, warte. Fass mich nicht an! Was willst du? Du bist so widerlich! Ich wollte nicht, dass du das so erfährst, okay? Es tut mir leid, ja? Sorry. Am besten, dass ich es nie erfahre, ja? Damit du mir Schönheit vorlügen kannst, von wegen, du bist hier mit deinem Maklerjob, damit du auf ewig alles und jeden für Kohle f***en kannst, ja? Du bist das Allerletzte. Ich hasse dich. Ich hab dir Vertrauen. Bitte. Meld dich nie wieder bei mir. Ich will dich nie wiedersehen. Das war's. Ich will diesen Wichser weder riechen, noch schmecken, noch will ich ihn sehen. Und wenn ich darüber nachdenke, dass ich seelenruhig in diesem Bett mit dem eingeschlafen bin, möchte ich einfach nur kotzen. Ist okay, komm, ich helfe dir. Gib her. Ich find's auch krass, ey. Wie könnt ihr das durchziehen? Wo geht's denn auf? Ich weiß auch nicht. Jetzt versuch mal runterzukommen, bitte. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich hätte es besser wissen müssen. Ich hätte Ray niemals vertrauen dürfen. Ja, du bleibst einfach da. Paco, nein. Paco, ich mach das schon. Nein. Nein, du bleibst hier. Verpiss dich. Ich höre dir nicht zu. Du bist einfach nur ein dreckiges Stück Scheiße, bist du. Ein dreckiges Stück Scheiße, bist du. Nein, hör mir zu. Verpiss dich, nein. Hast du mich verstanden, Alter? Ich liebe dich. Paco, ich will nicht mit dir reden. Jetzt hau ich ab. Beim nächsten Mal ist es keine Ohrfeige, sondern meine Faust in deine Fresse. Hast du das verstanden? Und jetzt verpiss dich. Ray, das heißt, das ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Nein, ich helfe dir gar nichts. Lass mit dir reden. Du lässt mich einfach in Ruhe, okay? Hau ab! Ich kann ohne dich nicht leben. Jetzt hau einfach ab, Alter. Das heißt. Ich kann ohne dich nicht leben. Oh, Scheiße. The system's in red. The room is in red. Weil ich hab dich betrogen. Der Plan war, dass wir so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Und dazu gehört auch, dass wir jetzt in die Schule gehen. Fuck, was macht ihr denn hier? Das ist eine kleine Aufmerksamkeit. Ein kleiner Mutmacher.